mein persönlicher Tipp ist, dass jemand, der schon in der Vergangenheit immer wieder für große politische Überraschungen gesorgt hat, dann wie Phönix aus der Asche steigt. Das wird Bodo Ramelow sein. Oh, und der wird sich. Warte mal, reden wir hier von demselben Phönix? Du meintest diesen Phönix hier. Der erste Zug ankommt in Deutschland mit syrischen Flüchtlingen. Ehrlich gesagt, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja, ihr Lieben, zu dem Markus Lanz und was da gestern alles passiert ist, kommen wir gleich. Aber erstmal hier, Messerangriff in Nürnberg, Opfer ist Mitarbeiter der Uni. Da gab es wohl einen Messerangriff. Und hier die Täterbeschreibung ist auf jeden Fall ganz interessant. Die Polizei fahndet am Vormittag im Umfeld der Hochschule nach einem Verdächtigen. Bisher sei die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter aber ohne Erfolg gewesen, sagte der Polizeisprecher. Der Gesuchte sei vermutlich 30 bis 40 Jahre alt, trage ein T-Shirt und eine lange Hose in dunklen Farben, sei ungefähr 1,85 Meter groß und habe einen dezenten Bart. Und wer die Sendung gestern von Markus Lanz gesehen hat, der weiß, auf was ich jetzt hinaus will, weil hier steht nämlich was ganz anderes. Kostenexplosion. Stromtarife steigen abrupt auf ein Rekordhoch. Das ist vom 5.9., ihr Lieben. Die Stromtarife in Deutschland sind unerwartet stark gestiegen. Ende August wurde das Jahreshoch vom Januar 2024 erreicht. Was ist die Ursache dafür? München. Ende August sind die Strompreise in Deutschland plötzlich auf einen Höchststand vom Januar 2024 geklettert. Das zeigen Daten des Vergleichsportals Verivox, das die Preise für Stromtarife täglich untersucht. So haben Kunden am 27. August 2024 für einen neuen Stromtarif bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Jahr im Schnitt 28 Cent zahlen müssen. Was willst du machen? Ist halt so. Ist halt so. Aber jetzt, um das Thema Lanz nochmal aufzugreifen. Schaut euch das unbedingt an. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es ging gestern sehr viel um eine Person. Die CDU war nie eine deutsche Partei und hat niemals deutsche Interessen oben angesetzt. Von wem ist der Satz? Und der Tino Chrupalla meinte dann, Herr Lanz, wenn Sie Fragen haben an diese Person, laden Sie sie doch einfach selber ein und fragen Sie diese Fragen, diese Person selber. Und dieser Satz hier, der ist doch schön. Ja, das ist tatsächlich widerlich, aber Sie müssen immer die Frage beantworten, wie man damit umgeht, Herr Chrupalla. Ja, laden Sie doch mal Herrn Höcker ein, fragen Sie ihn doch mal genau die ganzen Dinge. Machen Sie es doch mal. Nee, genau das sollte man nicht machen. Ich habe einen anderen Satz für Sie. Mhm. Ja, und was soll man mit diesem Satz bitte anfangen, ihr Lieben? Das ist genau das, was man nicht machen sollte. Ich meine, sich da hinzusetzen, den Herrn Chrupalla über irgendwelche Zitate oder Sätze zu befragen, wo er verdammt nochmal keine Antwort hat, das ist doch lächerlich. So, und wenn Herr Chrupalla dann sagt, es tut mir leid, Herr Lanz, ich weiß es nicht, fragen Sie doch mal den Björn Höcke selber. Laden Sie ihn ein, fragen Sie die Fragen selber. Oh nee, das möchte ich nicht. Herr Lanz, vor was haben Sie Angst? Dass Sie eine Antwort kriegen? Ja, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, ihr Lieben. Aber jetzt nochmal der humorvolle Einstieg von Tino Chrupalla. Ich habe mich echt gekringelt. Björn Höcke würde jetzt Ministerpräsident werden. Fällt gerade an, war der am Montag gar nicht in Berlin? Am Montag war er nicht in Berlin, da war Herr Möller in Berlin. Warum nicht? Der hat vielleicht in der Staatskanzlei schon die Tapeten und die Teppiche ausgesucht. Also ich meine, was willst du auf so eine Frage für eine Antwort geben, ihr Lieben? Aber eure Meinung jetzt in die Kommentare, warum war Björn Höcke nicht eingeladen? Hat der Herr Lanz da Angst vor einer Antwort oder woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Ich sag auf Wiedersehen, ciao, liken, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten. Tschüss.